Also ich weiß gar nicht, ob ich es mag, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde es aber sehr interessant. Das ist noch was anderes. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da so ein großes, ein ästhetisches Erlebnis mit verbinde oder irgendwas, sondern aber ich finde dich als Figur und als in der Position spannend. Mhm. Aber es ist sehr intellektuell und ich weiß auch, ich habe auch viele Bereiche von deinem Projekt sozusagen, die mir überhaupt nicht, die ich überhaupt mir noch nicht so erschlossen haben und an die ich auch nicht weiter arbeite, sondern da sind so, das ist auch so ein Experiment auch, wie weit kann man sowas laufen lassen und wie weit kann man dann als Institution das auch mittragen noch. Ne? Ja, das ist für mich eine ganz interessante Frage. Wo wäre bei dir ein Punkt, wo du sagst, also alles gut und schön, aber bis hierher und nicht weiter? Naja, also ganz wesentlich natürlich, sobald Leib und Leben gefährdet ist. Bei irgendjemandem, vor allem bei Zuschauern, bei Besuchern und na, dann auch natürlich auch, wenn du damit jemanden verletzen würdest. Mhm. Ja, und dann sagen die, was macht denn der hier? Und also es sind nicht Besucher, die aktiv jetzt den Raum betreten, aber du sagst, es ist Teil des Projektes und so weiter und du berufst dich hier auf die Ausstellung hier und die Zusammenarbeit mit uns und wir natürlich dann begründen müssten, was du da eigentlich treibst. So, das wäre das Unangenehme. Da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Grenze, wo wir darauf achten müssen und das ist eine... Sonst ist die Kunstfreiheit in diesem Land sehr, sehr weit gefasst. Also du hast viele Freiheiten als Künstler, die natürlich aber mit anderen Rechtsgütern irgendwie in Konflikt geraten können. Also relativ, ja, sobald du natürlich solche Schutzräume verlässt zum Beispiel, die wir hier aufgemacht haben. Und klar, also wir haben darüber jetzt nicht gesprochen, was du mit den Besuchern eigentlich machst hier. Also du könntest ja auch, bisher hast du dich vorhin nicht mit denen unterhalten, aber wenn du anfangen würdest, mit denen die anzufassen oder irgendwie deren Leib und psychisches Wohlergehen vielleicht in Frage zu stellen, dann müssten wir natürlich reden, müssten wir Grenzen ziehen, wo du, was du machst eigentlich. Ne? Mhm. Und dann wird es aber auch erst richtig spannend. Weil also wenn alle sich nur in den Armen liegen und alles toll finden und sich streicheln, dann ist halt irgendwie auch kein Diskurs da. Und eigentlich ist das ja auch der Status quo im Moment eigentlich in der Kunstwelt. Bisschen schon, ja. Das haben sich ja alle lieb. Ich nenne das immer, in der Kunstwelt herrscht die Diktatur der Freundlichkeit. Genau. Ist alles immer super, wenn man fragt, wie war es in Basel, war immer super, super, super. Gute Gespräche. Ja, ja, genau. Hallo Christian. Hallo. Schön, dass du mich hier besuchst. Im Haus am Lützowplatz zu The Future of Art Camp. Ich habe gestern Abend, bin ich ganz kurz hier gehechtet für mich, um nochmal kurz bei Exile zur Abschiedsveranstaltung zur allerletzten Abschiedsveranstaltung vorbeizukommen und du machst die Galerie hier in Berlin zu und gehst nach Wien. Ja, genau. Nach 10 Jahren. Also im Oktober werden es 10 Jahre. Okay, es gibt ja viele Galerien in letzter Zeit, die geschlossen haben, wegen der Widrigkeiten der Kunstwelt. Und du hast dich mal für einen anderen Schritt entschlossen. Ja, also eigentlich ja auch unter anderem im Gespräch, nicht nur mit dir, aber auch mit dir irgendwie. Also ich habe das dann ja mit vielen Künstlerinnen der Galerie auch besprochen, unter anderem ja auch mit dir. Und irgendwie die
Ich wollte ja auch zumachen. Ich hatte ja auch ein komplettes Programm, auch konzeptuell bis zum Ende. 18. Oktober 2008 wurde aufgemacht. 18. Oktober 2018 sollte die letzte Ausstellung eröffnen. Die sollte dann bis Ende des Jahres laufen. Und dann die letzte Ausstellung wäre eigentlich auch interessant. Sehr ähnlich zu dem Tisch von Philipp von Snick, ein Projekt gewesen von 1975. Das wäre einfach ein Tischtennis-Tisch gewesen, der auf der eine Hälfte ist blau gemalt, die andere ist schwarz. Der hat auch die, so genauso wie die Türen vom KW in Berlin gemalt waren, bevor jetzt das geändert wurde. Und dann sollten die Leute Tischtennis spielen als Interaktion, um halt auch genau Interaktion und Community und Kommunikation zu fördern, und das sollte es gewesen sein. Das war der konzeptuelle Gedanke. Das 10 Jahre. Und das habe ich dann auch so mit den Künstlern, ja auch unter anderem mit dir besprochen. Und die Begeisterungshaltung hielt sich natürlich in Grenzen. Dadurch habe ich natürlich auch selber erstmal auch für mich gelernt, auch in letzter Zeit, vielleicht nicht neu, worum es geht, aber schon irgendwie die Wichtigkeit von irgendwie dieser Art von Community, die existiert oder sich gebildet hat über die Jahre, aufrechtzuerhalten oder überhaupt erstmal positiv zu bewerten oder halt auch deren Wichtigkeit oder Stellenwert einfach anzunehmen. Und dann ging es halt mehr darum, einfach das nicht, da haben wir auch, habe ich auch mit dir darüber gesprochen, oder hast du, glaube ich, sogar gesagt, nicht zu machen ist das neue Zumachen, in dem Sinn, dass man halt nicht zumacht, wie 5 andere diesen Sommer unter anderem, sondern halt einfach das System innerhalb dessen man operiert, für sich so modifiziert, dass man damit leben kann und eigentlich weitermacht. Und das ist ja im Prinzip, da sind wir jetzt auch bei diesem Projekt hier, aber das ist ja eigentlich genau dasselbe Modell. Ja. Das ist einer der Gründe dafür, warum ich mich eigentlich immer auch in der Zusammenarbeit mit dir oder auch mit Excel an sich, mit der Community, da ja auch da ist, eigentlich mich immer ganz gut aufgehoben gefühlt habe, weil ich so das Gefühl hatte, dass da dass man da schon immer in der David gegen Goliath Geschichte der David ist und gegen die Widrigkeiten des real existierenden Kapitalismus in der real existierenden Kunstwelt ankämpft und dass das Ankämpfen eigentlich zur Methode eigentlich auch erhoben wird, weil sonst würde man ja irgendwann Ja, nur an Kämpfen ist halt sowas, ich glaube, das haben wir lange Zeit versucht, du auch. Und wir haben halt auch gemerkt, dass auch aufgrund der real existierenden Bedingungen, in denen wir nun mal leben, die nicht so sind, die nicht für jeden gleich sind, ganz klar, dass das Ankämpfen, sprich die Anerkennung des existierenden Systems, halt, und das dagegen ankämpfen eigentlich nichts bringt, weil man das gar nicht leisten kann und auch nicht leisten möchte. Sondern eigentlich eher, und so sehe ich auch deine Ausstellung hier, die eine Leichtigkeit hat, aber auch ein Selbstbewusstsein, die sich nicht mehr daran orientiert, dass man hier jetzt probieren muss, irgendwie eine Art von Solo-Ausstellungskünstlerischer Bespaßungsmaschine zu bedienen, die halt über die Institution sich im besten Fall daran orientiert, dass über die Institution die Produkte auf dem Markt angeboten werden. Und ich glaube, dass es eigentlich mehr darum geht, so nicht unbedingt im Arm kämpfen, sondern this is it, lass sie machen, was sie machen, damit haben wir nichts zu tun, damit können wir auch nichts zu tun haben, weil unsere Bedingungen nicht die sind, die dafür notwendig sind. Aber vielleicht auch inhaltlich kann ich das wollen. So. Und daher glaube ich, bin ich auch sehr begeistert von dieser Ausstellung, weil die hat einfach eine sehr, ja, zeitgenössisch ist mal so ein ausgelutschter Begriff, aber sie hat eine sehr schöne antimaterielle Präsenz dann irgendwie, wenn man so sagen kann. Sie ist einfach so, wie sie ist, und sie versucht aber auch nicht irgendwas anderes zu sein. So. Und wenn man das vergleicht jetzt auch mal mit der letzten Ausstellung, die im Haus am Lützowplatz hast, so ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Fortführung. Weil es ja auch die Frage, was kannst du jetzt nochmal im Haus am Lützowplatz am selben Ort machen? Die letzte Ausstellung hatte ein eher konventionelles, klassisches Modell, Präsentationsmodell, und diese ist halt eigentlich das ganze Gegenteil davon. So, ich meine, übernachtest ja sogar hier. Und das finde ich auch im Prinzip genauso wie für mich mit Exile eigentlich so,
da sind wir, glaube ich, alle sehr d'accord auf eine Art. Und da hat es auch um die Galerie wirklich eine Community auch an Künstlerinnen gegeben, die halt nicht so operieren wollen, wie es können, wie es halt gefordert ist, um in diesem Kapitalmarkt mitzuschwimmen. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja gerade die Ausstellung im Neuen Museum Weimar. Ja, genau. Damals, 2011, oder? 2012 war das. Und Ingo Niermann hat uns miteinander bekannt gemacht. Ja. Und du hast dich bereit erklärt, mit mir nach Weimar zu fahren und dir das alles mal anzuschauen. Ja. Ja, wir kannten uns vorher gar nicht. Nee. Und fand ich damals sehr gut, dass jemand zumindest so offenbar auch so eine Reise aufnimmt. Ja, man muss ja nicht in einen anderen Stadtteil, sondern in ein anderes Bundesland einen halben Tag fahren, uns das so anzuschauen. Und auch am gleichen Tag sind wir dann eigentlich miteinander übereingekommen, mal zu gucken, wie so eine Kooperation funktionieren könnte. Und da war ja die Pyramide bzw. der Pyramidenberg schon da. Mhm. Ein paar Jahre später habe ich aber dann so das Gefühl gehabt, dass es für dich mehr so der Pyramidenberg so eine Art Belastung geworden ist. Oder du gespürt, dass es da vielleicht eine für mich werden könnte. Mhm. Und du wolltest eigentlich, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, mich vor dieser Spirale, in die ich mich da reinbewege, auch ein bisschen beschützen. Damals, vor ein paar Jahren. Ja, ja. Ja, also vielleicht war das auch einfach, jetzt im Nachhinein war es natürlich immer Teil des Prozesses, so, ne? Aber es ging natürlich dann auch ganz klar um die Festlegung der eigenen künstlerischen Arbeit und des künstlerischen Verständnisses und wie man das Ganze weiterführt. So, wir haben dann ja auch beide probiert, diverse Sachen zu machen, die jetzt im Laufe rückblickend ihren Sinn ergeben, aber teilweise damals vielleicht auch sehr krampfig waren von meiner Seite, von deiner Seite, der Versuch an irgendwas festzuhalten, woran wir gar nicht festhalten wollen oder auch gar nicht festhalten müssen. Mhm. Und insofern war das für mich auch, und ich glaube, das ist jetzt, wenn du sagst, beschützen, weiß ich nicht, ich meine, wusste ja auch nicht genau, worum es geht, so. Mir war halt ja auch nur irgendwie mir war das Risiko bewusst, dass dieser Pyramidenberg vielleicht zu so einer Art von so, sagen wir mal ganz gemein, so zum Running Gag wird, der halt sich nicht morpht in neue Systemiken, sondern eigentlich so sehr starr in sich verharrt, in der Grabkammer, in diesen Dingen für die Grabkammer und so weiter. Und vielleicht hat sich das im Dialog dann auch, hat das dann dazu geführt, wo wir jetzt hier heute sitzen. So, dass es eine gewisse Modularität und Leichtigkeit vielleicht auch hat in Bezug auf die Dinge. So, Komplexität natürlich gar keine Frage, aber Leichtigkeit meine ich halt, dass es sich autonomisiert hat für dich auch und für mich halt auch zu einem, wenn man so möchte, wie du auch vorhin gesagt hast, so einem Selbstläufer, der halt einfach, der dich im Leben begleitet. So. Ja, ich kann mich selbst an die Zeit erinnern, besonders nach meinem letzten Jahr, hat das Ganze doch schon manchmal wie so ein bleierner Mantel auf meinen Schultern gehangen. Und es war immer viel Tod, es gab viel Dunkelheit, es gab viel Schwarz, es war teilweise auch ein bisschen bedrückend, lag aber natürlich auch daran, dass ich mit wirklich massiven finanziellen Problemen zu kämpfen hatte, die sich danach ausgewirkt haben, also ein Loch, aus dem ich dann erstmal rauskommen musste. Und jetzt ist es für mich eigentlich wirklich wie so ein modularer Abenteuerspielplatz, der jeden Tag neues Klettergerüst auch hat. Und hier gibt es mal eine Rutsche und da drüben ist noch ein Sandkasten und wir bauen mal ein Loch und den nächsten Tag machen wir einen Berg. Ja. Und das aber trotzdem alles sich innerhalb einer Systematik, eines Gedankengebäudes bewegt. Genau, das glaube ich auch, hast du ja auch gesagt in Bezug auf die Leute, die jetzt hier waren, das ist eigentlich, Entschuldigung, das muss ich gleich mal eben löschen. Das hast du ja auch gesagt in Bezug auf die Leute, die jetzt hier waren, dass es eigentlich nicht darum geht, sie jetzt, wie gesagt, wie vielleicht auch bei deiner letzten Ausstellung noch mit diesen Derivaten des letzten Jahres, deiner Grabkammer und so weiter zu konfrontieren, sondern eigentlich, dass es darum geht, dass man hier, dass der Betrachter, die Betrachterin
jeweils für sich selbst auch einen Anknüpfungspunkt an diese, an dieses System des Pyramidenbergs oder des letzten Jahres, diese Auseinandersetzung damit halt haben kann. Und dadurch eine Offenheit entsteht und eine Autonomie, die halt eine Imagination anregt im Betrachter, in der Betrachterin, die halt vielleicht vorher etwas, wo vielleicht die Betrachterin vorher mehr in so eine etwas passive, rezipierende Rolle gedrückt wurde, in der du im Mittelpunkt stehst durch die Grabkammer etc., die ganzen Dinge. Und das ist jetzt halt nicht mehr so, sondern es wird eigentlich umgedreht, sondern es geht eigentlich mehr so um Partizipation, wie auch immer das im Kopf des jeweiligen anderen dann halt oder auch aktiv einmal im Jahr, wenn man auf den Berg gehen möchte oder so, halt stattfindet. So. Ja, das der partizipatorische Moment ist mir total wichtig. Mhm. Ich war nun 2017 das erste Mal auf dem Berg, sag ich mal, um den nochmal in Besitz zu nehmen, die Performance, die auch eine Kooperation von uns war. Dann dieses Jahr noch nice und kein Problem. Dieses Jahr dann nochmal schon mit mehr Leuten, auch Unterstützern, die alle wussten, worum es geht, ohne selbst vielleicht auch Künstler zu sein. Ich denke, hier habe ich jetzt dieses Jahr noch mehr Interessierte gewinnen können, von denen wir alle gesagt, sind sie dann auch wirklich dort, wenn ich dorthin komme, sie können sich, wenn ich nicht tot bin, werde ich am 8. Mai 2019, 12 Uhr, werden sie mich da oben antreffen, wahrscheinlich das nächste Jahr auch, weil das eben, wenn der Berg schon nicht jetzt kurzfristig realisiert wird, dort immer wieder, sag ich mal, meinen Anspruch und auch mein Vorhaben dort auf eine gewisse Art und Weise untermauere und natürlich durch die Kommunikation, die drumherum stattfindet, das auch mehr und mehr, sag ich mal, einsickert. Und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen, es gibt natürlich auch kritische Punkte, muss man auch bedenken, und an denen man arbeiten muss, also die sich vielleicht im Laufe der Zeit etwas ändern oder erweitern, so. Also, ich kann es ja auch rausschneiden, so, aber also es ist natürlich der Bezug also zum Gender und zur Männlichkeit ist natürlich in diesem Projekt schon sehr inhärent, und in dem sehe ich auch potenziell in diesem Video zum Beispiel von diesem Jahr. Es hat eine gewisse Provokation, wenn dort oben auf diesem Berg fünf halb entkleidete weiße Cis-Männer eine Pyramide bauen und auf dieser Pyramide dann eine Fahne schwenken. Ja? Mhm. Ich meine, diese Idee von, das war vielleicht auch das, was mich von Anfang an eigentlich immer schon daran interessiert hat, an dem Projekt, war auch diese Auseinandersetzung mit diesen ziemlich maskulin, selbstherrlichen, ich möchte jetzt nicht sagen protofaschistoiden, aber so potenziell Ideen, obwohl ich dich ja auch kenne und weiß, woher du kommst und so, und weiß, dass das natürlich eine ganz andere Subversivität hat, weil es geht eigentlich um das ganze Gegenteil. Aber dieses Spiel mit diesen Symbolen, das war ja auch schon bei dir und Ingo von Anfang an dabei. Ich meine, ich kenne ja auch dieses Pyramidenprojekt schon viel länger als dich. Ja? Ich war ja auch schon damals im, wie hieß das noch da, im H1 bei dieser Rem Koolhaas-Geschichte mit Ingo Niermann. Wir haben sich nur die Finger nach oben geklappt damals schon. Aber gleichzeitig fand ich dieses Spiel oder das Wagnis, sich überhaupt so weit rauszulehnen, halt irgendwie schon auch sehr interessant und sehr kontrovers halt auch. Ja, das steckt ja schon drin, ich sag mal, hart und zart kommen da zusammen. Also mir ist ja klar, dass ich hier mit, sag ich mal, totalitären Versatzstücken spiele und arbeite, einen gewissen totalitären Drall auch drin habe, der natürlich immer bei mir auch durch das eine spielerische Komponente hat. Ja, aber genau, aber trotzdem ist es natürlich so, dass zum Beispiel bei diesem Video von diesem Jahr und da vielleicht auch verändert sich das ein bisschen, während es früher vielleicht konzeptuell mehr Sinn gemacht hat, irgendwie diese Art von sehr totalitärem Geschlechterbild irgendwie
in dieses Projekt einfließen zu lassen, Grabkammer, dieser, das ist alles so pathetisch aufgeladen, ja auch, dass sich das jetzt, was ja auch interessant ist, aber trotzdem, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat und so eine andere Art von imaginärer Offenheit eingetreten ist. Sprich, wäre es, glaube ich, schon sehr sinnvoll, in Zukunft nicht darauf zu achten, schon auch darauf zu achten, weil wir müssen darauf alle achten, allein in unserer Sprache. Das fällt auch nicht immer leicht, mir auch nicht. Dass wir etwas inkludierender werden, als wir das vielleicht bisher so angenommen haben für uns. Ne? Ich meine, ich sehe gerade deinen Hintergrund, da läufst du gerade mit dem Stativ den Berg hoch im Schnee. Ich meine, das ist natürlich auch schon wieder so ein Männlichkeitsbeweis. Ja, im Prinzip ist es jetzt das Stativ, Fotografie. Fotografie ist sowieso eine Waffe, wissen wir alle, haben alle gelesen. Und dieses schwere, trägst du dieses schwere Stativ, also diese Maschinengewehre, diese Trommelgewitter irgendwie, ja, irgendwie trägst du diesen Berg hoch. Das sind natürlich Bilder, die sind, jetzt wo ich es verstehe oder auch weiß, worum es geht und dass es ja auch darum geht, da klappen sich natürlich auch vielen Leuten einfach die Fingernägel hoch. Ne? Aber das ist natürlich vielleicht auch einfach in der visuellen Präsentation der Arbeit. Dann wichtig, dass es dort eine Veränderung gibt. So. Weil wenn du jetzt nochmal so ein Video machst, wo dann 7 weiße Cis-Männer den Berg hochklettern, Muskel stehlen, die Steine schmeißen. Stimmt natürlich auch. Irgendwann war halt vielleicht auch die Schwierigkeit, wo ich dann auch für mich überlegt habe, so irgendwie, das geht jetzt nicht weiter. Ich meine, es geht nicht um Helfen, aber ich kann da es mit dem kleinen Rahmen, in dem ich halt operieren kann, kann ich da nicht weiter was tun. Weil, was wollen wir machen? Noch 3 Ausstellungen machen irgendwie, das ist halt irgendwie ein generelles, irgendwann erschöpft es sich so. Und da ist, glaube ich, durch diese neue Formatigkeit oder diese Veränderung, gibt es da ganz neue Optionen. Wie letztes Jahr ja auch schon dieses Projekt auf dem Gleichberg das erste Mal dann als, oder halt auch jetzt hier, diese Adaptierbarkeit und dieses Modulare und dieser flüssige Status, der ist, finde ich, sehr interessant. So, wo auch nicht mehr genau klar ist, was ist jetzt Objekt, was liegt da einfach nur rum, was ist Benutzungsgegenstand, so. Genau. Dann esse ich jetzt mal meine Mozartkugel. Ja. Christian Siegmeier ist eine Mozartkugel. Ja. Weil ich gehe nach Wien. Ja. Eigentlich mag ich die gar nicht so gerne. Aber mag nicht so gerne Marzipan.